Hallo und herzlich willkommen bei Katplosiv. Wir befinden uns zurzeit wohl in der schwersten Kirchenkrise der Kirchengeschichte, denn die Feinde der Kirche sind nicht mehr außerhalb der Kirche und bekämpfen diese, sondern sie sind innerhalb der Kirche. Das beste Beispiel dafür ist der aktuelle Weltjugendtag, welcher in Lissabon stattfindet. Wir sehen dort jugendliche Kommunionhelfer mit Fußballtrikots bekleidet. Der Leib des Herrn, die heilige Kommunion, wird in Plastikschalen oder Porzellanschalen durch die Gegend getragen, mit Frischhaltefolie abgedeckt, als ob es wirklich einfach nur ein Stück Kuchen wäre. Und jetzt sind auch Bilder aufgetaucht, wo die Priester anstatt diese jugendlichen Kommunionhelfer, was ja schon unkatholisch hochzehn ist, anstatt dass die Priester diese jugendlichen Kommunionhelfer irgendwie zur Rechenschaft ziehen, sieht man sie jetzt, wie sie den Leib des Herrn, die heilige Kommunion, in Pappbechern oder Plastikbechern durch die Gegend tragen. Es gibt Menschen, denen bietet man eine Cola beispielsweise in einem Plastikbecher an und die lehnen ab und fordern ein vernünftiges Glas. Und jeder würde diesem Wunsch auch nachkommen. Aber den Leib des Herrn, den kann man ruhig so verächtlich beachten. Also ich für meinen Teil habe kein Problem, aus dem Plastikbecher zu trinken, aber ihr wisst, was ich meine. Normalerweise ist dafür ein Ziborium vorgesehen, ein Gefäß, was extra dafür angefertigt wird, um die heilige Kommunion zu transportieren. Aus edlen Materialien wie Gold beispielsweise, damit dem Leib des Herrn die höchste Ehre erwiesen wird. Jetzt haben wir aber den Fall, dass dort beim Weltjugendtag die Jugendlichen ein Sakrileg nach dem anderen begehen, unter den Augen der Priester, und die Priester scheinbar mitmachen. Wir sehen also wirklich das Problem der Kirche liegt in der Kirche selbst. Früher waren es noch die Kommunisten, die Cäsaren, die Machthaber, die Nationalsozialisten und so weiter, welche die Kirche angegriffen haben, welche den katholischen Glauben unterdrücken wollten. Heute geschieht dies aus den eigenen Reihen heraus. Wir sehen also ganz kleine Infiltration der Kirche. Die Feinde der Kirche bekämpfen diese von innen heraus. Der Weltjugendtag ist wirklich das beste Beispiel dafür. Eine an sich gute Idee. Jugendlichen soll der katholische Glaube näher gebracht werden. Man soll sich gegenseitig im Glauben stärken und so weiter. Doch wir sehen ja, wie das in der Praxis aussieht. Es ist ein gotteslästerlicher Akt ohnegleichen. Wie soll sich da jemand bekehren? Jeder von diesen Priestern und auch diesen Laien dort, die diese Sakrilegien begehen, jeder von denen würde sofort aus Respekt und Anstand in der Moschee beispielsweise die Schuhe ausziehen. Sie würden sofort in irgendeinem buddhistischen Tempel sich sofort den Gepflogenheiten anpassen. Aber als Katholiken, die die katholische Kirche nach außen hin präsentieren, bekämpfen sie diese. Man sieht dort wirklich den Zeitgeist, wie er auf diese Menschen wirkt. Man sieht, wie die Welt die Kirche umschlingt und versucht zu vereinnahmen. Aber wir wissen ja, die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwältigen. Das sagt der Herr Jesus Christus im Matthäusevangelium. Wir befinden uns also quasi in einem Kampf, in einem geistigen Kampf. Und wir müssen die Werke der Finsternis aufdecken. So schreibt es der heilige Paulus. Und wir sollen keine Gemeinschaft haben mit den Werken der Finsternis. Und deshalb mache ich beispielsweise auch diese Videos. Ich von mir selber aus würde auch lieber mehr Kirchenväter-Videos machen, mehr über Protestantismus aufklären und so weiter, über die Sakramente, was hat die Urkirche gelehrt. Aber ich fühle mich auch verpflichtet, hier aufzuklären. Denn das alles spielt sich ja vor unseren Augen ab. Und es ist ja kein Geheimnis und man kann es auch nicht relativieren, man kann es nicht kleinreden, nicht schönreden oder sonst was. Und man muss das Kind beim Namen nennen. Die Kirche ist dabei zu implodieren. Sie ist dabei, sich selber zu zerstören. Wird natürlich nicht passieren, das wissen wir ja, da Gott alles noch in seiner Hand hat. Aber wir sind verpflichtet, darüber aufzuklären. Wie viele Leute sehen das, was dort beim Weltjugendtag passiert und halten das für normal? Und wir, ich oder auch andere, die bei YouTube agieren, sind diejenigen, die eine gewisse Verpflichtung haben, diesen Leuten zu zeigen, ey, das ist ganz und gar nicht normal, das ist überhaupt nicht katholisch. Von daher müssen wir halt auch aufklären. Wir müssen dort die Leute am besten auch zur Rede stellen, wo man irgendwie Kontakt aufbauen kann. So wie wir das ja auch gemacht haben, als ich über diesen Skandal in dieser evangelischen Kirche berichtet habe, mit dieser pornografischen Ausstellung mit Herz-Jesu-Motiven und so weiter.
Da habt ihr euch dort beschwert, so massiv beschwert, dass diese Ausstellung abgebrochen wurde. Und so müssen wir auch weiter agieren. Wir müssen uns beschweren. Wir dürfen den Mund nicht halten. Wir dürfen nicht ein Auge zudrücken und sagen, ja, da ist was, ein Sakrileg passiert. Die haben die Kommunion da im Pappbecher durch die Gegend getragen. Aber irgendwo in Lissabon war auch eine vernünftige heilige Messe. Das ist ja auch schön und gut. Dennoch müssen wir aufzeigen, wo der Wurm drin ist, damit dies endet. Diese Leute, die das fabrizieren, die wollen genau das. Und die wollen, dass die Leute den Glauben verlieren und dort mitmachen. Aber wir haben da keinen Bock drauf, denn wir wollen katholisch bleiben. Wie gesagt, wir müssen also die Werke der Finsternis aufdecken und wir müssen aufklären. Denn wir kämpfen nicht gegen Mächte aus Fleisch und Blut, steht im Epheserbrief, sondern eben gegen diese finsteren Mächte. Aber was ist unsere primäre Aufgabe? Nachdem wir natürlich aufzeigen, das und das läuft falsch, so und so ist das nicht richtig. Die primäre Aufgabe ist zu beten. Wir müssen für Papst Franziskus beten, wir müssen für die Einheit der Kirche beten und wir müssen auch für unsere Ortspriester beten, vor allem wenn sie vielleicht gerade auch dabei sind, falsche Wege einzuschlagen. Betet füreinander, steht im Jakobusbrief. Und wenn ihr einfach nur ganz normal katholisch sein wollt, jetzt gerade an die Männer, kommt am 30.09. zur Männerkonferenz in Lippetal im Haus Assen. Ich werde den Flyer dazu hier einblenden und dort könnt ihr einfach Gemeinschaft haben, eine katholische Gemeinschaft. Man tauscht sich aus. Ich werde auch da sein und auch als Referent anwesend sein. Ich werde dort ein Zeugnis geben, viele weitere spannende Zeugnisse. Das ist dann einfach nur katholisch sein. Ihr seid herzlich eingeladen. Für Verpflegung ist auch gesorgt. So. Wir müssen standhaft bleiben. Wir müssen dem Teufel widerstehen, dann flieht er vor uns. Das steht in der Heiligen Schrift. Von daher lasst euch nicht entmutigen. Wenn ihr sowas seht und ihr wisst, okay, das ist nicht katholisch, das ist nicht richtig, dann bleibt dennoch der Kirche und dem Herrn treu. Wir müssen standhaft bleiben, wir müssen ausharren. Wer ausharrt, der überwindet am Ende, sagt der Herr. Gottes Segen wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.